So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Und jetzt wollten wir doch mal eben auf die Karte gucken. Wo sind wir jetzt überhaupt? Weil wir hatten jetzt die Kühe geladen. Das habt ihr ja nun mitgekriegt. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, was hier los ist. Das ist, glaube ich, auch ein neues Symbol. Bin ich sicher. Ist da irgendwas Neues? Nö. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Rotterdam. Und sollen die Kühe wegbringen. Die Kühe. So. Und bevor wir jetzt dann losfahren, dann nimmt der Geo jetzt erstmal seine sogenannte Sodbrenntablette, dass ich besser mit euch reden kann. Zigaretteneinsatz bereit machen, dass wir uns eine rauchen können auf der Autobahn. Rauchen? Bäh. Lecker. Bäh. Also, gucken wir mal, wenn wir fahren müssen. Ist hier nichts Besonderes? Neue Screenshots können hochgeladen werden. Nö. Das hat sich auch nichts geändert. Wie ist mein Zustand von dem LKW? Naja, Kleinigkeiten. Madina fährt wieder mit, wie immer. Chloa. Radio, E-Mail, speichern, laden, Optionen. Okay. Dann wollen wir doch mal starten. So, ich habe mich da rausgefriemelt. Ich bin der Friemeln. Und ich sollte dran denken, dass ich Kühe drauf habe. Warum ich jetzt durch die Stadt erst geistern soll, bevor ich auf die Autobahn fahre? Der Navi ist so ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen, weiß ich auch nicht. Bescheuert. Fahrt, ihr Pisser! Meine Güte. Kannst du mal sagen, warum dieses Auto komplett rot ist? Ich glaube, das hat auch eine Waffel, oder? Ja, das kann vielleicht an der Mod liegen, weil ja, da sich einiges wieder geändert hat. Guck dir das mal an, wie die fahren. Wow, geile rote Spiegel. Oh la la. Wir wollen auf die Autobahn, tral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 a. Ich fahr jetzt aber hier auf die Autobahn, weil ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken hier. Jetzt fahrt doch, Mann! Wegen den baue ich noch einen Unfall hier. Fahr! Meine Fresse nochmal, kann doch mal nicht angehen. Wäre ja Blödsinn, da jetzt ganz rund zu fahren, wenn ich hier auf die Autobahn kann. Ne? Ist doch viel kürzer. Ja, also der Navi vom Eurotruck, der spinnt manchmal ein bisschen. Darf man sich nicht so dran stören. Ich hoffe, die Kühe haben da zu saufen hinten drauf. Und bevor es das Veterinäramt anhält hier. Wow. Das wäre doch mal was hier. Und wir setzen den Fahrtrichtungsanzeiger und schmeißen jetzt mal in der Kurve die Kühe um. Rabababam. Scheppe. Nein, sei nicht so fies, Geo. Ich bin doch gar nicht fies. Ich bin nett. Ja, man kann mich auch Netti nennen, ich weiß. So. Jetzt fahren wir auf die Autobahn nach Rotterdam, Sexy. So. Wir fahren ein paar Kühe in die Weltgeschichte.
kann ich überhaupt nicht leiden, ne? Wenn ich ein Tacho habe und der ist digital und da funktioniert nicht. Also das finde ich ja von Arsch. Ja. Ja, und die Hupe ist auch krank. Wir bleiben jetzt mal in der Mitte, ne? Weil ihr wisst ja, sonst machen wir wieder Unfälle. Und wir haben Kühe geladen, lalalalalala. Und haben Kühe geladen, tralalalalala. Das mit dem Singen können wir mal unterlassen. Jungs, Leute, ihr müsst für mich mitsingen. Wow! Ey, du fährst hier heute wieder einen Reifen, Alter. Bist du besoffen, hast noch kein Bier gehabt? Nee, noch kein Schnaps. Ich merke das schon. Ich könnte mal einen Schnaps hier brauchen. Vielleicht fahre ich dann ruhiger. Na, meinst du? Ich weiß ja nicht. Wir bringen die Kühe zu den Kühen. Alter. Scheiße. Das muss der Baba so machen, Alter. Da schmeißt gleich die Kühe auf die Fresse. Ah, ich liebe diese komischen roten Autos. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Die sind so ganz hellrot, zu quietschrot. Ich denke, das ist die Mod. Ich muss echt mal gucken, ob das... Ey, die Bullen, auch das noch. Euch brauche ich nicht. Nö. Habt ihr die gesehen? Kann aber nicht angehen. Und diese roten Autos sind ja lustig. Jo. Da, so ein Geländewagen hätte ich in Real Life am liebsten. Macht's hinten auf meinem Auflieger. Ja. Und dann fahren wir in die Walachei und beißen uns alle mal ins Ei. Ja, wenn du das meinst, das tut bestimmt weh. Ah, da. Ja, Leute, wie gesagt, ich wollte euch ja so ein paar Sachen vorstellen. Wir fahren ja jetzt erstmal den Volvo und wir gehen später mal ein paar Klassen runter. Das heißt, wir werden auch mal neuen LKW kaufen. Weil Kohle haben wir ja genug, wie ihr sehen könnt. Im Moment zumindest. Fragt sich nur, wie lange. Ja, und dann mal schauen, was hier so der Iveco so bringt, was der M1 so bringt und was überhaupt so die Marken so bringen. Und dann will ich mal gucken, ob wir auch neue Mods mittlerweile, ob es die gibt. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Och, ich denke mal, da nehme ich euch einfach mal mit. Ne? Oh, guck mal. Das sind Mautstellen, ne? Sind die neu? Oder habe ich jetzt eine noch rum? Da muss ich mir jetzt aber so. Sonst wird das nichts. Echt, das muss ich noch im Eurotruck Simulator Maut bezahlen, oder was? Scheiße. Schon wieder so eine rote Gurke. Oh, ey. Jürgen, langsamer. Sonst weißt du, dass gleich deine Kühe hinten kotzen werden. So wie die hinten auf dem Auflieger stehen, wären die normalerweise schon längst umgefallen. Ist egal. Ich fahre ja nur. Ich sitze ja vorne am weichen Sitz. Ich denke mal, das wird eh ein bisschen, ne? Bisschen Kuhfleisch. Bestimmt Rindergulasch oder sowas. Mal gucken. Rindergulasch. Yeah. Langsamer hier. Das ist sehr kurvenreich hier. Sonst hast du gleich wirklich Rindergulasch. Och nö. Ach jo. Och nö. Rindergulasch. Guck mal, Enercon mit seinen Windkraftanlagen wieder. Man merkt, wir haben immer noch Flachland, ne? Joa.
Oder hat der Pia bestimmt wieder die Turminnenbeleuchtung für gebaut? Für die ganzen rotierenden komischen Dinger hier? Ach, wie ist das schön. Tralalala. Müssen wir tanken, nö, ne? Nee, warte. Ich glaub's nicht. Im Singleplayer kriegt der Geo auch mal wieder Geld, ne? Ja. Der Multiplayer? Der macht immer mehr Schaden wie alles andere. Und das ist dann relativ nervig. Die Antje aus Holland. Nein, ich habe eine Kuh. Mumu? Vielleicht kann ich ja... Ja, keine Mumu. Eine Kuh. Vielleicht kann ich ja später ein bisschen Käse mitnehmen. Von der Frau Antje. Ja, nie ist klar. Wir sind gleich in Holland bei der Holländers. Wir sind schon bei der Holländers. Glaube ich. 3 Stunden sollen wir da sein. Okay. Schauen wir mal, wie sie schauen. Wir müssen noch weiter geradeaus. Ja. Wir fahren noch weiter geradeaus. Irgendwie habe ich ein wenig Kopfweh und weiß noch nicht so wovon, aber lassen wir das. Könnte auch am Wetter liegen, so ein bisschen. Wow. Und müde bin ich auch. Ich hatte mal wieder gestern meine Dauerbaustelle und dementsprechend war ich angepisst und genervt. War wieder viel los, aber im Großen und Ganzen sind wir gut weitergekommen. Und ich bin trotzdem müde von der ganzen Aktion. Und ich nehme übrigens auf dem Sonntag auf und deswegen sage ich gestern. Guck mal, Rettungswagen. Komische Kiste. KTW, wie das ich also anmache. Ein KTW. Ich sehe das Ziel da hinten schon hier auch. Oh, das sollten wir mal in dieser Folge schaffen, oder? Ja, 2 Minuten länger, da höre ich jetzt nicht auf, wegen 2 Minuten. 2 Stunden sind im Spiel 2 Minuten. Dim, 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 dim. Hier darf ich jetzt nur noch 80 fahren. Ist das mal geil. Köln. Nach Kölle wollen wir nicht, ne? Nö. Ich fahre Kühe, die machen viel Mühe. Komm, überhol, du Arsch, dass ich rausziehen kann. Ja, geil. Brrr. Mumu. Nein, eine Mu, nicht Mumu. Mumu ist was anderes. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen.
Ich habe Kühe geladen. Schon wieder so ein komischer Rettungswagen oder Karte, wie das auch immer das sein soll. So, dann fahren wir mal kurz auf die Tanke. Auf die Tanke, 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 Tanke. Yeah! Blink, 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 blink. Ja, ich muss ja Pausen einhalten wegen den Kühen, ne? Das wisst ihr ja. Wow! Ey, langsam, 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 langsam. Du hast Kühe im Kopf, ja. Bitte. Piano, piano. Sempre, sempre. So, ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und schauen dann nach unseren Kühen. Tschüss, bis später.